Das Jahr 2016 startet am Chenderi-Basistunnel mit einem Höhepunkt. Im Januar erfolgt der Durchschlag nach Norden. Die Vermesser wollen bereits am Vortag wissen, wie genau sie gearbeitet haben. Hochpräzise Messgeräte zeigen, wie genau die Tunnelröhren aufeinandertreffen. Okay, transversale 2 cm, longitudinale meno 6 cm, in quota 5 mm. Bravo! Nur gerade 2 cm quer zum Tunnel, 6 cm in der Länge und 5 mm in der Höhe weichen die beiden Tunnelröhren voneinander ab. Also wir haben wiederum ein absolut sensationelles Resultat, eigentlich genau gleich wie beim südlichen Durchschlag. Wir sind wiederum eine gute Fingerbreite, haben wir durchgeschlagen. Das ist wiederum ein sensationelles Resultat. Also wir sind extrem stolz auf das. Gegen 1000 Gäste erwarten am 21. Januar 2016 den letzten Durchschlag am Chenderi-Basistunnel. Den ersten Gruß richten wir natürlich an die Macher dieses Erfolgs. Liebe Mineure, liebe Unternehmen, mit Leidenschaft, Entschlossenheit und Opferbereitschaft seid ihr jeden Tag im Inneren des Berges vorangekommen. Schritt für Schritt ist das Projekt des Chenderi-Basistunnels handfeste Realität geworden. Auf der Gegenseite der Tunnelbrust sind die Mineure an der Arbeit. Bohrloch für Bohrloch befüllen sie mit Sprengkapseln und Emulsionssprengstoff. Die letzten Handgriffe an der Tunnelbrust. Über 100 Sprengschnüre führen die Mineure zusammen. Auch der Sprengmeister bereitet sich vor. Jetzt muss nur noch das Gewölbe gesichert werden. Dann ist kein Halten mehr. Die Freude bei den Tunnelbauern ist riesig. Der Chenderi-Basistunnel ist auf der ganzen Länge aufgefahren. Die Vortriebsarbeiten auf der Achse Gotthard sind abgeschlossen. Also ich bin sehr erfreut, ich bin sehr begeistert von diesem Tag und auch natürlich sehr stolz, daran mitgewirkt zu haben. Camorino. Vor dem Nordportal laufen die Vorbereitungen für den Bahntechnik-Installationsplatz. Die Arbeiten haben im Juni 2016 begonnen und werden bis Mitte Sommer 2017 dauern. Der Bahntechnik-Einbau im Tunnel wird im Sommer 2017 beginnen. Das Konsortium, welches den Zuschlag für die Vorbereitungsarbeiten und den Gleisbau bekommen hat, baut hier Büroräume, Unterkünfte, Werkstätten und die Betonanlage auf. Diese Bauten braucht es für den Einbau der bahntechnischen Anlagen. Der über 80.000 Quadratmeter große Installationsplatz wird planiert und betoniert. Die Entwässerung wird eingebaut und temporäre Gebäude werden erstellt. Eine Kantine, Büros,
eine Betonanlage und Werkstätten. Unweit des Nordportals entsteht das Bahntechnikgebäude. Die Rohbauarbeiten für dieses Gebäude werden bis zum Sommer 2017 abgeschlossen sein. Danach beginnen die Installationsarbeiten für die Haustechnik und die elektromechanischen Installationen. Ziel ist es, das Bauwerk im September 2018 dem Bahntechnikunternehmer zu übergeben, welcher anschließend den Einbau der Bahntechnik vornimmt. Im Sommer 2017 wird der Einbau der festen Fahrbahn beginnen. Eine neuartige Maschine soll den Einbau vereinfachen. Ein Ingenieurteam definiert die Anforderungen. Arma di Dacia, Italien. Prüfung beim Hersteller. Auf einer Teststrecke erfolgt der Einbau von Schwellen und Schienen. Die Maschine erfüllt die hohen Anforderungen der Bahntechnik-Ingenieure. Sie vermessen die kurze Teststrecke und dokumentieren die Ergebnisse. Die Bilanz fällt positiv aus. Die Herausforderung ist es, 240 Meter Produktion am Tag zu erreichen. Wir arbeiten daran. Die Firma GCF wird von allen Partnern der Arbeitsgemeinschaft unterstützt und alle strengen sich sehr an. Wir werden ein gutes Resultat erreichen. Ich vertraue darauf und ich bin optimistisch. Ja, wir haben das heute gesehen, wir sind damit zufrieden. Es gibt noch die ein oder andere Verbesserungsmöglichkeit, die sich die Firma AMC jetzt noch überlegen muss. Es ist insbesondere beim Ablegen der Schienen noch etwas Verbesserungspotenzial vorhanden. Und wir unterschreiben am Ende das Protokoll. Ne? Grazie, grazie, danke schön. Die Innenausbauarbeiten laufen seit 2013 zeitgleich mit dem Vortrieb und kommen weiterhin gut voran. Wie die Hauptröhren werden auch die Querschläge mit einer Betonschale ausgebaut. Nach dem Innenausbau beginnt die Ausrüstung. Hitzebeständige Schiebetüren, die elektrische Steuerungsanlage und Lüftungskomponenten. Insgesamt 48 Querschläge verbinden die beiden Tunnelröhren. Im Notfall können die Passagiere durch diese rund 40 Meter langen Verbindungsstollen evakuiert werden. Das Gerüst für den Doppelboden. Die Komponenten müssen millimetergenau ausgerichtet werden. Darunter ziehen die Bahntechniker später die Daten- und Stromkabel ein. In der Hauptröhre beginnen die Arbeiten für das Bankett. Als erstes werden die Kabelschutzrohre verlegt.
Die Arbeiter laden die vorfabrizierten Elemente beim Einbauort ab. Dann richten sie die Elemente genauestens aus. Jetzt kann das Bankett betoniert werden. Die Arbeiter richten den mobilen Schalwagen aus und bereiten die Betonarbeiten vor. Verzweigungsbauwerk Sarre. Wegen des riesigen Querschnitts wird das Gewölbe mit einer Armierung verstärkt. Am Ende des Jahres sind hier die Betonarbeiten abgeschlossen. Südportal Ceneribasi-Tunnel. Der Tagbautunnel ist bereits wieder begrünt. Das Portal fügt sich sanft in die Umgebung ein. Beim Bahntechnikgebäude haben die Arbeiten im Inneren begonnen. Das Gebäude muss mit der Haustechnik ausgerüstet werden. Wasser, Strom, Lüftung und Kühlung. Ein Labyrinth von Gängen und Schächten. Bald ist alles bereit für die Ausrüstung mit den Anlagen der Bahntechnik. Ende 2016 sind die Rohbauarbeiten praktisch beendet. Im Bahntechnikgebäude installieren wir zurzeit Klimaanlage, Brandschutzanlage und so weiter, um wahrscheinlich ab 2018 mit dem Einbau der Bahntechnik beginnen zu können. Die Arbeiten am Ceneribasi-Tunnel sind auf Kurs. Die Flachbahn durch die Alpen rückt näher und soll 2020 mit der Eröffnung des Ceneribasi-Tunnels Realität werden.